Als Grundmaterial habe ich hier einen abgesägten Birkenstamm, der angebohrt ist mit einem Birkenast versehen. Ich stelle mir vor, hier ein Bäumchen zu binden, einen stilistischen Tannenbaum. Ich fange auf dieser Höhe an, fixiere meinen Wickeldraht. Dann hat man hier verschiedene Koniferengrün geschnitten, kurze, längere Zweige. Ich fange unten mit den längeren an. Es sind Zypressenarten, das ist ein Juniperus, also Wacholder. Ich habe hier Buchs und Seitenkiefer. Wichtig ist, dass dieser Draht als erstes sehr stramm gewickelt wird. Mhm. Also sehr fest, damit ich nicht verrutscht. Wenn ich diese Zweige anbinde und sie trocknen ein, werden die dünner. Okay. Und deshalb muss es wirklich ganz fest sein. Das ist A und O. Und wenn ich da Zweige habe, die etwas abstehen, die so abstehen, dass wenn das nachher ein Bäumchen ist, dass es wirkt wie ein Bäumchen. Wie ein Baum, ja, genau. Mhm. Also falsch wäre jetzt, das so ganz streng anzulegen. Diese Grüns sind lauter Grün, die nicht abfallen beim Eintrocknen. Das heißt, die mumifizieren, die trocknen ein und bleiben so, wie sie sind. Nur durch starke Bewegung würden die dann abbrechen. Mhm. Jetzt kommt schon die Phase, wo ich mit den kürzeren Zweigen, ich würde es hier abnehmen. Jetzt fange ich mit ganz kleinen Zweigen an, die ich nach oben binde als Spitze. Das ist die schwierigste Stelle, wie beim Kranzbinden, wenn man aufhört, damit man die Anfangsstelle und die Endstelle nicht mehr sieht. Und da brauche ich ganz, ganz kleine Zweigchen, die ich hier reinbinde und so fixiere. Und dann ist das Problem, wie höre ich hier auf, wenn ich diesen Wickeldraht hier habe. Ich mache es so, ich halte hier eine Schlaufe fest von dem Draht, verzwirble diesen und jetzt habe ich eine feste Stelle und kann dann dieses Endstück des Drahtes hier fest verzwirbeln, so dass es nicht aufgeht. Und schneide mir den Draht dann ab. Ausgestaltung habe ich mir so Bänder zurechtgeschnitten. Die lege ich hier um die Bindestelle und verknote die. Und verdecke dadurch diesen Wickeldraht. Für die Ausgestaltung habe ich mich für Rot-Weiß entschieden. Hier habe ich Zimtstangen, die sind gekalkt. Ist dieses Jahr stark im Trend. Die ganzen Natursachen, die werden dann gekalkt. Das sind so Zapfen, gekalkt Zimtsterne. Hier sind Kokossterne. Mhm, hoffentlich ist das scharf. Die Zimtstange fädel ich auf, das heißt, ich führe den Silberdraht in die Öffnung. In die kleine Öffnung? Ja. Mach unten eine Perle. Das Bäumchen kann man auch draußen stehen lassen mit den Deko. Das, dann hält es länger frisch. Aber die Dekosachen gehen auch nicht kaputt, also die Zimtstange. Also kann man gut vorstellen, im Hauseingang an der Türe sowas stehen zu haben. Oder als Ersatz für einen Weihnachtsbaum.
Das sind Kompressuszapfen, wie Fußbälle. Und die lassen sich leicht an den Silberdraht befestigen. Dann haben wir hier Lärmzäpfchen. Da kann ich dann so eine Kette machen, da mache ich mehrere an dem Silberdraht fest. Und Silberdraht gibt es in Bastelgeschäften? Ja. Oder beim Floristen. Oder beim Floristen. Diesen Kokosstern. Das ist von der Kokosnuss, von der Schale ausgestanzt. Mhm. Hier noch eins befestigen. Eine Filzkordel oder Filz. Wenn du kriegst, wenn die Ausstellung ist, das auf unserer Stelle. Ah ja. Da klebe ich jetzt diese Mini-Glaskugeln an das Ende des Filzstücks. Das heißt, mit Heißkleber. Ein Tropfen Heißkleber. Das muss schnell gehen jetzt, ja? Dann nehmen wir halt so einen Kalu. Schön ist er. Wieder etwas anders. Ja. Und so entstehen dann die Unikate. Das selber auch mehr Spaß macht, immer wieder Dinge zu verändern oder anders darzustellen, als wenn man jetzt 10 vom gleichen macht. Ja, sicherlich. So. Sehr schön.